Ein großes Danke wurden allen Müttern und auch Vätern in Wiener Neudorf gesagt. Bürgermeister Herbert Janschka lud ein und mehr als 500 Gäste kamen ins Freizeitzentrum zur großen Muttertags- und Vatertagsfeier. Mehr auch bereit als kleiner Bur, der Vater oft erzählt, dass Musizieren für ihn bestimmt zum Allerschönsten zählt. Tradition in Wiener Neudorf, dass wir einmal im Jahr anlässlich des eigentlich Muttertages die Mütter und die Väter hochleben lassen, weil ohne uns Väter wären ja die Mütter auch keine Mütter, darum sind wir zusammen und ich denke mir, das Programm heute, wir haben es bei den Anmeldungen schon gemerkt, hat gezogen. In den letzten Jahren ist zuerst einmal so vor 4, 5 Jahren die Tendenz ein bisschen zurückgegangen, wie viele Leute noch teilgenommen haben bei einer Muttertagsfeier. Wir haben jetzt geschaut, dass wir wieder sehr attraktive Angebote machen, dass wir ein tolles Programm machen, ein abwechslungsreiches und es zeigt sich, dass sich das offenbar sehr bewährt. Also heute sind knapp 500 Personen hier. Ja, ist gerammelt voll. Hart am Limit, was sein darf. Aber ich hoffe, es wird eine schöne Feier. Das freut mich wirklich sehr, weil es drückt den Stellenwert, den Mütter und Väter haben. Also ich möchte, dass wir das auch so beibehalten, dass wir gleichzeitig die Eltern gemeinsam feiern. Und ich freue mich, dass heute so viele hergekommen sind und unserer Einladung gefolgt sind. Wie gefällt es Ihnen heute bei der Muttertags- und Vatertagsfeier? Wunderbar. Ich bin schon das zweite oder dritte Mal da. Ne? Und das ist immer schön da, ob jetzt Weihnachten, Muttertag, es ist immer sehr schön. Also da gibt es über unsere Gemeinde gar nichts zu sagen. Keine Klagen gegenüber der Gemeinde. Und auf die Edelseher freuen Sie sich schon? Ja. Wiener Neudorf verbindet uns mit einer unglaublichen Freundschaft. Wir waren damals schon vor 15, 20 Jahren bei einigen Gemeindeveranstaltungen mit im Boot und kennen die Leute eigentlich sehr gut. Es hat sogar mal einen Gemeindeausflug gegeben in die Steiermark, zu uns haben nach Birkfeld. Ja, Österreich ist schön, Niederösterreich und die Steiermark sind Nachbarn und die Nachbarschaft ist sehr wichtig. Ja.